Ich mag die Nähe zu Shekashka nicht. Okay, da müssen wir lang. Ich bin hier über die Ecke. Aber diese Tabo-Security. Palisade oder Palisade. Schreien in das Gebäude rein. Palisade Property Bank. Ja, seit 2017. Dieses Gebäude hier wurde allerdings 2024 fertiggestellt und dient seitdem. Okay. Bitte gehen Sie zur Rezeption. Hier hat ein Datenextraktor die Lava Wall überwunden. Lassen Sie mich bitte dieses Gespräch beenden, Sir. Absolut sicher. Noch nie hat ein Datenextraktor die Lava Wall. Okay, ich will, dass das Problem sofort gelöst wird. Was wird das wohl heißen? Natürlich will ich das. Der Mann wollte uns bestehlen. Da kommen wir nicht lang. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so lang. Der unterirdische Sicherheitsraum hat seine aktuellen Passwörter erhalten. Muss da oben rein. Kannst du das von der IT bestätigen lassen? Dass jeder den Empfang von Sicherheitsupdates bestätigt. In einer perfekten Welt würde jede Vorschriften exakt die Folge angewendet. Was heißt genau? Aufzug. Okay, das ist ein Sicherheitsnummer, da bin ich rein. Okay. Im Büro der Präsidentin, das heißt, ich muss irgendwo da oben hin. Aber im Moment komme ich hier erstmal gar nicht weiter. Und mir so die ein oder anderen Gimmicks fehlen. Diese Augmentierung permanent deaktiviert. Nee. Müssen wir uns erstmal eine andere Aufgabe kümmern. Das wird so nichts, ohne dass ich da einen Tarnmodus irgendwie hinbekomme. David Sarish hat ein Augmentierungssystem entworfen. Nehmen wir dieses neue Missionsziel. Ist auch gar nicht so weit weg von hier. Nach Prakashka reisen. In ihrer Schlange, Techno. Halt's Maul. Cape. Da muss ich hin. Prakashka. Auf geht's. Der Ladesequenz. Ja, wie gesagt, die Bank lohnt sich tatsächlich erst, wenn wir uns wirklich für gewisse Zeiten unsichtbar machen können. Ansonsten hat das halt keinen Sinn. Denn ich werde ja sofort entdeckt, wenn ich da durchlatsche. Also machen wir erstmal eine andere Nebenmission. So, hier geht's wieder raus. Wahrscheinlich wieder direkt in die Kontrolle rein.
Oder auch nicht. Christi, mein Gott. Ich muss nach oben. So. Sheriff anrufen. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Dieser Anschlag in Prag ist ja wirklich... Sparen Sie sich Ihr Mitgefühl, Seraph. Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Mein Arzt hat versteckte inaktive AUGs in meinem System gefunden. Was? Inaktive experimentelle AUGs. Sie wissen nicht zufällig was darüber, oder? Adam, die Entscheidung, die ich vor 2 Jahren für Sie getroffen habe... Ja oder nein? Nein, alle Arbeiten an Ihnen waren offiziell. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Was genau haben Sie gefunden? Experimentelle Test-AUGs in meinem System. Koller sagte etwas von einer Neodym-Hülle. Wer kann so etwas entworfen haben? Mein Gott, Sie haben eine Titan-AUG? Das ist unmöglich, das war nur ein Konzept. Sie haben gerade gesagt, Sie waren es nicht. So ist es auch. Das VM hat mir vor 3 Jahren Pläne dafür gezeigt und gefragt, ob es funktionieren kann. Der Entwurf war von jemand anderem, Vadim Orlov. Megan und ich haben mal mit ihm gesprochen, aber er passte nicht zu uns. Diese Pläne, Sie haben nicht zufällig eine Kopie davon? Sie waren geheim. Ich hatte nie eine Kopie. Und gesehen habe ich sie nur, weil das Verteidigungsministerium meine Meinung wollte. Seraph Industries hat damals gute Arbeit geleistet. Wenn wir einen Plan abgesegnet haben, war er einwandfrei. Orlov? Klingt russisch. Wer ist das? Warum hat er nicht gepasst? Er war ein Wunderkind auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Abschluss in Moskau, Promotion in den USA. Seine Noten waren phänomenal, aber seine Theorien ziemlich schwammig. Und Megan hielt seine Ethik für fragwürdig. Megan? Megan Reed hat das gesagt? Die Frau, die Ihnen meine DNA zum Experimentieren gegeben hat? Wir haben ihn nicht eingestellt. Nach Beginn des Gesprächs war klar, dass Orlov nicht wollte, dass jemand seine Theorien hinterfragt. Vor allem keine starke Frau wie ihre Ex. Ich muss diesen Kerl finden. Adam, ich spüre ihn für Sie auf. Ich fliege zwar bald nach London und habe dort Treffen mit Nathaniel Brown und der Santo Group, aber ich kann telefonieren, Leute kontaktieren. Seraph Industries ist Geschichte, aber mein Name hat noch Gewicht in bestimmten Kreisen. Tun Sie's. Melden Sie sich per Infolink, wenn Sie was haben. Ich lasse Sie nicht im Stich. Ich habe es stets bereut, dass ich nach Panchaya keinen Kontakt gehalten habe. Als Sie lebend in Detroit aufgetaucht sind, 1 Jahr nach Ihrem vermeintlichen Tod, warum haben Sie sich nicht gemeldet? Ich konnte nicht. Ein Rettungsteam hat mich aus dem Meer gefischt und in eine Notfallklinik in Alaska gebracht. Niemand wusste, wer ich war. Und lange wusste ich es auch nicht. Mein Gott, Sie glauben doch nicht. Zu dem Zeitpunkt hätte jemand... Finden Sie Orlov, Seraph. Ich brauche Antworten. Mach ich, versprochen. Ich melde mich. Gut. Dann muss aber noch mit dem Dokumentenvermittler treffen. Was machen wir als nächstes? Seraph ist ja jetzt erledigt. Ja, schön die Tür zu Hause zu machen. Weil wir keinen unschönen Besuch haben oder so. Du und ihr werdet finden, Freunde. In den
So, wie geht's jetzt hier raus? Die Lage scheint sich beruhigt zu haben. Okay, das heißt irgendwo hier draußen lang. Um der Ecke. Da hinten muss ich hin. Dieser Bereich ist für dich gesperrt, Opti. Darf ich eigentlich nie am Checkpoint arbeiten? Du stehst nicht auf der Gästeliste. Brauchst du Papiere? Ein gewisser Draumir hat mich an einem Kontrollpunkt angehalten. Er schickt mich. Du hilfst Optis mit ihren Papieren, damit sie aktuell bleiben. Hast du das Geld? Vielleicht. Wofür bezahle ich eigentlich genau? Dass dein Name auf eine Liste kommt. Milena ist oben und macht dir schöne neue Papiere, die du in einer Woche abholen kannst. Gegen die Standardabholgebühr. Hm. Wie viel nimmst du den Leuten dafür ab? Nicht Leuten, Optis. 35.000 Credits. Dein Kumpel hat gesagt, das hier geht aufs Haus, weil ich so nett bin. Drahomir würde das nie sagen. Was würde er denn sagen? Vielleicht press aus jedem Opti-Arsch so viel Geld wie möglich raus? Läuft das hier so? Pass auf, du gibst mir einfach, was du hast. Und ich setze deinen Namen auf die Liste. So läuft das hier. Milena leistet erstaunlich gute Arbeit. Sie gibt sich mehr Mühe als nötig. Beleidigen. Mehr bekommst du nicht. Und was für hübsche Papiere kriege ich jetzt dafür? Scheiß Tourist. Du vergeudest meine Zeit, Opti. Schaffen wir diese Eisenbahn dann uns weg. Ach ja. Eben kurz noch was klären hier im Chat. Die Bombe war schlecht fürs Geschäft. Wenn es noch ein bisschen funktioniert, muss man es nicht. So. Drachomir uns wohl erlaubt, einen zweiten Kontrollpunkt zu errichten? Dann checken wir mal die Lager, ob wir hier irgendwie anders hinkommen. Öffne das Fenster und geh mal hier rein. Sehr schön. No English, no English, no English to undertitles. Die Optis werden auf der Straße angegriffen. Wir verstecken sie. Ofenplatte, Ofenplatte. Inventar voll. Da möchte jemand unbedingt, dass ich den englischen Untertitel anmache, aber das wird leider nicht passieren. Daher das Ganze auch auf YouTube kommt und ich das eigentlich gerne auf Deutsch lassen würde. Man sollte meinen, dass das Geschäft nach Musik besser läuft. Liebe Franka, ich habe das von Thomas gehört. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid.